Nesrins Leben fühlt sich an wie hinter einem Schleier. Die Jesidin ist aus Syrien geflüchtet. Sie kam nach Deutschland, weil ihr kleiner Sohn Hanif sorglos groß werden sollte. Eigentlich dachte sie, dass sie nach Krieg und der Verfolgung hier in Sicherheit wäre. Doch nach einem Jahr in Deutschland hat sie noch immer Angst. Deshalb machen wir das Interview in einem geschützten Raum. Ich war in einer Unterkunft in Soest. Dort haben mich streng gläubige muslimische Männer und Frauen als Ungläubige beschimpft. Sie haben mich bedroht, wollten mich zusammenschlagen. Ich war ganz allein zwischen diesen Menschen. Zurzeit ist Münster Nesrins Zuhause. Die 35-Jährige stammt aus Avrin in der Provinz Aleppo. Sie kam ohne ihren Mann, nur mit dem jüngsten der vier Kinder nach Deutschland. Hier war sie in 7 verschiedenen Flüchtlingsunterkünften. Eine Tortur. Es tut sehr weh. Nesrin fühlt sich verloren in Deutschland. Der Verein Arche Noah versucht, ihr zur Seite zu stehen. Er kümmert sich insbesondere um christliche und jesidische Flüchtlinge, die nach Monaten der Flucht hier angekommen sind. In so einem Flüchtlingslager an der türkisch-syrischen Grenze musste Nesrin 3 ihrer Kinder zurücklassen. Sie hätte nie gedacht, dass ihr neues Leben in Deutschland so schwierig sein könnte. Wir bekommen des Öfteren Anrufe von Minderheiten, Christen, Jesiden, Assyrer, die sich nicht wohlfühlen und da passieren einige Dinge, die sollten nicht unterm Teppich gekehrt werden. Nesrins Fall ist kein Einzelfall. Frauen, die religiösen Minderheiten angehören, fühlen sich in vielen Flüchtlingsheimen diskriminiert, bedroht. Sie haben Angst, allein die Waschräume oder Toiletten in den Unterkünften aufzusuchen. Und sie berichten von immer mehr Übergriffen, sagt der Traumatologe Jan Ilhan Kieselhahn. Er betreut mehr als 1000 Frauen, die vom IS schwer sexuell misshandelt wurden. In solchen Flüchtlingsheimen, wo verschiedene Kulturen, verschiedene, vor allem junge Männer kommen, die in engsten Raum mit Frauen aus anderen Kulturen sind, dass die Wahrscheinlichkeit natürlich erhöht ist, dass junge Männer auf dumme Ideen kommen, die Frauen tätlich angreifen, bis sogar Vergewaltigungsversuchen vorkommen. Frauen wie Nesrin setzen solche Erfahrungen in deutschen Flüchtlingsheimen besonders zu. Schließlich haben sie in ihrer Heimat Syrien Schreckliches erlebt. Sie haben einer schwangeren kurdischen Frau das Kind aus dem Bauch geschnitten und dann haben sie gesagt, das ist eine Ungläubige, dafür kommen wir ins Paradies. Ich kann nicht weitersprechen. Es ist für Nesrin schwer, in Deutschland mit muslimischen Männern unter einem Dach zu leben, als Jesidin, in diesem kleinen Reihenhaus. Alles eskalierte, als Nesrins Ehemann zu Besuch kam. Er ist erst seit 2 Monaten in Deutschland, lebte noch in einer anderen Unterkunft. Als mein Mann uns besucht hat, ist mein muslimischer Nachbar durchgedreht, hat gegen die Wand geschlagen. Er wollte nicht, dass mein Mann seine Frau unverschleiert sieht. Nesrin hat sich bei ihrem Sozialarbeiter mehrmals beschwert, sagt sie. Doch die Behörden sahen keinen Grund einzugreifen. Grundsätzlich sehen wir kein Problem und das quasi der Alltag gibt uns hier auch recht, in dem Zusammenleben von verschiedenen Kulturkreisen, von verschiedenen Nationen und verschiedenen Religionszugehörigkeiten. Nesrin sieht das ganz anders. In einer Massenunterkunft mit Sicherheitsdienst hat sie vor einigen Wochen versucht, sich das Leben zu nehmen. Nach Verfolgung und Flucht fühlt sie sich weit entfernt von einem Leben in Sicherheit mit ihrem Mann und ihren Kindern.